Einen recht schönen guten Abend. Hier ist wieder mal der Meier Werner. Und wenn der vor dem Rechner sitzt, dann geht's um was? Nee, heute geht's mal nicht um Fotografie. Ja, oder Videos oder was auch immer. Heute geht's mal um die Freizeit. Was tue ich, wenn ich keine Fotos bearbeite? Ja, dann mache ich Folgendes. Ja, also ich bin zum Beispiel sehr gerne ab und zu auch mal am Kommunizieren. Hier sieht man es auf Teamspeak 2. Ja. Ich tue jetzt das mal größer machen, dass man auch sieht, wo ich im TS2 bin. Ja. Ich muss nur gucken, ob ich das jetzt richtig mache. Nee, geht nicht. Ich kann da hier noch keinen Zoom einstellen. Das muss ich dann auch noch einrichten. Hier bin ich ja beim kleinen Rechner bei Ubuntu Mint, ja, und da bin ich jetzt bei freiem Funknetz angelangt. Was man hier sieht, das sind Gateways, also das ist die Funkbarke, ja, das ist der Sprechraum und das da hier bis ungefähr da unten hin, daher, das sind alles Gateways. Das sind Funkgeräte. Hier, die an einen PC angeschlossen sind. Und wenn du mit deinem Auto oder mit deinem Funkgerät in der Nähe von so einem Gateway bist, dann hast du die Chance, hier mitzureden. Nur mit dem Funkgerät, ja? Und wenn du keines hast, dann kannst du es so machen, wie wir es machen. Dann kannst du direkt reinkommen. Warte, ich schalte da mal auf, da in den Willkommensraum. Hier sieht man, um was es dann geht. Ja, ihr könnt auch auf die Homepage gehen, da werdet ihr alles sehen, ja, was es zu lesen gibt, wie man das verstehen kann. Genau, hier sind die verschiedenen Adressen, die man sich anlegen kann. Man kann auch selbst hier ein Gateway anlegen. Ja, aber zuerst mal das A, bevor das B. Und damit kannst du dann deine Reichweite von deinem Funkgerät schon mal effizient verweitern. Ja. Wenn du ein 11 Meter 2 Meter, also 70 Zentimeter sind nur erlaubt für einen Weg, nämlich nur für zum Zuhören. Ja, und das sind dann weitere Kanäle, die man sich selbst anlegen kann, sobald man dann die Registration hat. Das ist aber kurz und schmerzlos. Genau, ihr wartet einfach hier im Willkommensraum. Ansonsten, wenn ihr in den Gateway-Raum 1 geht, bekommt ihr hier ein U verpasst, also kein R, kein RT und auch kein, wie ich jetzt hier, ein RAVV, Klammer zu, bekommt nur ein U und das bedeutet, ihr rutscht dann darunter und könnt nur zuhören. Deswegen bleibt man hier im Willkommensraum. Ja, und da wird man dann gesichtet und dann auch aufgenommen. Sollte das beim ersten Mal noch nicht ganz hinhauen, nicht aufgeben, einfach einsteigen. Ja, wenn ihr Interesse habt am Funken. So, und jetzt gehen wir weiter. Dann zeige ich euch noch ein paar andere Sachen, die ich tue. Das ist Mumble. Ja, ich habe das jetzt dreimal offen. Einmal hier bei Mumble Funk, das hat auch mit Funkgeräten zu tun, aber auch nicht nur. Hier kann man reinkommen und einfach reden, um was einem Lust ist. Oder wenn man eben Interesse hat am Funkgerät, kann man das auch tun. Ja? Auch hier bin ich mit meinem Xerius 23 zugegen. Dann, wer etwas genauer haben möchte und
etwas über Linux und die Welt von Linux wissen möchte, der geht zum Nadinum-Zentrum, Nadinologie-Zentrum. Ja, auch hier bin ich vorhanden. Ja, ich gucke einfach überall mal rein und da, wo am meisten los ist, springe ich dann dazwischen. Ja, also da will ich dann auch mitquatschen. Jetzt sind ein Haufen. Also das sind Bots, da wird Musik abgespielt, ist jetzt, warte, ich gehe nochmal rauf. Hier, das sind Bots, ja, da wird immer Musik in Schlaufen abgespielt. Hier ist das Wartezentrum, das heißt woanders, ja, ihr seht auch da hat es verschiedene Banners, ja, man sieht dann auch meistens der Fabian zum Beispiel, der hat keines. Dann dieser da hier hat vielleicht eins. Schauen wir mal drauf. Der, auch ein witziger Typ. Ja, das sind also wahnsinnig gescheite Leute. Also, wenn der über Linux und über die Welt von Linux und vor allem über die Mumble-Welt oder Ubuntu-Welt was wissen wollt, was man hier alles machen kann, dann könnt ihr natürlich da drauf kommen. Da hat es alles Mögliche. Ja, Gott, momentan ist nicht viel los, das kann sich aber jederzeit ändern. Jetzt zum Beispiel hier M&M, Professor, ja, da kann man dann auch mitsprechen. Man muss aber zuerst mal sich registrieren lassen. Keine Angst, das ist nur für die Buchhaltung, sonst nichts, weil Mumble so eine Art Schutz genießt, ja. Und das werden also nicht persönliche Daten gespeichert, sondern nur, dass man eben in diese Räume rein kann und mitmachen kann. Das ist alles. Ja, ansonsten geht das nicht. Das ist nur eigentlich für den Admin einen Schutz. Ja, und dann weiß er auch, mit wem es zu tun hat. Und wenn einer Mist baut, ja, dann bekommt er eine Verwarnung. Und wenn er das nicht beherzigt, was man ihm ans Herz gelegt hat, dann, ja. Dann wird er ausgeschlossen. So, dann kommen wir zum dritten Teil, wo ich manchmal auch noch hingehe, wenn es mir dann danach ist, wenn es dann konkreter werden soll, zum Beispiel über Arduino und Raspberry Pi. Kann ich sagen, dass ich das jetzt falsch gesagt habe. Aber dann gehen wir hier hin, in dieses Zentrum. Willst du wohl? Macht das nur etwas breiter. Dann gehen wir noch dahin. So, und ihr seht schon Elektronik, Microcontrol, Fotografie, Smalltalk. Kann man natürlich auch machen, aber die meisten sitzen dann da oben und da geht es eben um Minicomputer, um ganz kleine Computer. Eben, wer Lust hat, kann auch hier hingehen. Das ist der. Moment mal, willst du wohl? So. So sieht das aus. Ja, Mumble Stammtisch. Genau, ja. Ich sehe gerade, dass das auch verändert wurde. Das hat noch anders geheißen, ist mir aber auch recht. Ja, der Adresse von diesem Link. Ich zeige jetzt alle Adressen, wo man hingehen kann, wo wirklich was los ist. Hier beim Mumble Live Talk. Ja, das wäre dann die Adresse hier. Ich mache das etwas größer. Mumble Live Talk. Ja, mumble.id-livetalk.de. Der Port ist 64738 und der Benutzername meines ist Sexirius 12 hier. Wenn ihr zum Mampelfunk gehen möchtet, Mampelfunk, ja, genau mal reinschaue, dann geht ihr dahin. Auch dieses mache ich jetzt etwas größer, dass man es lesen kann. Als Überschrift Mampelfunk. Die Überschrift ist deswegen wichtig, dass ihr wisst, wo in den Favoriten, wo ihr seid, ja. Also wo die hinklicken können zum Beispiel. Ist nur die Überschrift. Was noch wichtiger ist, ist das da hier.
dieses voice.mumble-funk.de. Das ist die Adresse. Hier steht's. Hier haben wir noch den Port. Ihr seht, das ist wieder das gleiche, 64738. Hier habe ich jetzt den Sirius 23 benutzt, überall ein anderes Dings, ja, dass ich hier kein Durcheinander erlebe. Und wenn ihr zum Nadinum hingehen möchtet, um auch etwas Gaudi zu haben, ja, und doch informative Sachen machen könnt, dann geht ihr hier hin. Ins Nadinum Logiezentrum, also Bindestrichzentrum. Die Adresse, ich habe ja schon gesagt, da oben, das ist die Bezeichnung, also die Überschrift, ja, dass ihr wisst, aha, das ist Nadinum, das ist Mumblefunk und das ist Mumble Live Talk. Ja. Dann schreibt ihr hin, mumble.nadinum.com. Ja. Dann der Port hier. Ist wieder 64738. Also ihr seht, der Port müsst ihr nicht verändern. Ja? Und ja, ich habe es jetzt etwas übersprungen, aber ihr müsst auch nichts. Also die Übersch jetzt habe ich Mist erzählt. Entschuldigung, ich bin etwas müde. Euer Benutzername, der kann irgendein Name sein, aber er sollte doch realistisch sein. Ja? Ihr könnt Wurzelpeter, Pumuckl, Sternbild 5 nehmen, ja, so in der Richtung. Ja, genau. Übrigens, was ich noch sagen wollte, wenn ihr Gamer seid, ja, ihr seht, hier ist ein Gaming-Kanal, an dem müsst euch nicht anmelden, also keine Registration haben. Ihr könnt dann einfach, wenn ihr Gamer seid, da reinspringen und mit den anderen um die Wette gamen. Also das sind dann, die unterhalten sich dann in ihrer Sprache. Ja, da könnt ihr also hingehen. Ihr könnt auch nachfragen bei der Rollidoc, ob ihr einen eigenen Kanal bekommen könnte. Ich denke schon, dass die das dann einrichtet für euch. Ja, hier gibt es auch den Sauerbraten. Ja, Gamer Club. Ja, könnt ihr auch gehen. Ihr könnt auch, wenn ihr nicht mögt, hier unter den freien Sachen noch eintreten. Ihr könnt auch mit uns quatschen, wenn ihr das wollt. Eben für das sind ja die Mumble Clients da. So, und jetzt wisst ihr, was ich in meiner Freizeit tue, in meiner Freizeit. Ja, ich bin auf DS2, freien Funknetz, auf Mumblefunk, Mumble Live Talk und Nadinum Logiezentrum zu Hause, wenn ich gerade nichts tue. Ja, und ich nur redend bin, weil ich für andere Sachen dann eben zu faul bin. So, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ihr mehr solche Videos haben wollt, dann schreibt mir es unten in die Videobeschreibung. Ansonsten schreibt ihr eben nichts. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte lasst mir doch einen Daumen nach oben. Ja, ansonsten einen nach unten. Und das wäre es wieder mal gewesen hier vom dem Hobbyfotograf. Ich sage es jetzt einfach mal, der auch was anderes tut. Ja, nebenbei. Wenn er ein Fotoloch hat. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.